Nördlich von Madrid am Samstag. Europaweites Treffen der Bandidos. Für die Polizei gehören die Biker zur organisierten Kriminalität. Die Fiesta ist eher ein Krisengipfel. In Deutschland sind Bandidos zu den Feinden der Hells Angels übergelaufen. Ganz schlechte Nachrichten für den Europapräsidenten, ein Däne mit dem Spitznamen Kock. Hallo. Hallo, ich bin Klaas vom deutschen Fernsehen. Film ist hier nicht möglich. Ist es möglich, mit eurem Präsidenten Kock über die Ereignisse in Deutschland zu sprechen? Wir machen einen Bericht über die aktuellen Ereignisse. Können wir mit Kock sprechen? Seit einer Woche kursiert in der Szene ein Foto, das die abtrünnigen Bandidos zusammen mit Hells Angels zeigen soll. Ihr dürft hier keine Bilder machen. Sorry, we thought it's possible. Aber es ist doch besser, mit euch zu sprechen, als über euch. Tschüss. See you. Okay. Nachfragen unerwünscht. Rocker reden weder mit der Polizei noch mit Medien. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bandidos gegen Hells Angels und alle gegen den Staat. Jahrelang hält der Krieg die Ermittler in Atem. Gewalt dominiert. Was ist denn mit dir, Junge? Hast du irgendwas nicht verstanden oder was? Was fümmelst du die ganzen Sachen hier? Was das scheiß Ding aus? Haben Sie das verstanden? Wir möchten das nicht. Meldet euch bei dir, habt mal. Dann bist du schon kurz. Hau ab mit der Kamera, schlag ich zusammen. Hast du irgendwas nicht verstanden? Rocker erschießen Rocker. Gegner werden aus dem Weg geräumt. Es gilt das Gesetz der Straße. Nur der Stärkste überlebt. Wer aussteigt, lebt gefährlich. In den Augen der Gangs alles Verräter. In Berlin stirbt ein Ex-Hells Angel im Kugelhagel. Er wollte zu den Bandidos wechseln. Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung. Gut, dann ist was passiert, dann trägt man ihm die Verantwortung, macht Zigarre, sitzt das ab und weiter geht's. Dann der Frieden zu Hannover. Auf beiden Seiten die Anführer. Frank Hanebutt für die Hells Angels und für die Bandidos Peter Maciolek hier links und daneben Leslav Leshause. Die Rocker teilen Deutschland auf, stecken Einflussgebiete ab. In den folgenden Jahren beruhigt sich die Szene. Auseinandersetzungen gibt es vor allem innerhalb der Gangs. Immer wieder verbietet der Staat einzelne Clubs, dann sogar ihre Symbole. Keine Aufnäher, keine Patches mehr auf den Kutten. Vor ein paar Tagen im Internet kursiert ein Video. Hells Angels bei einer Veranstaltung. Irgendwo in NRW. Einer ruft AFA. Es steht für Angels Forever. Forever Angels. Auf derselben Veranstaltung wird dieses Foto aufgenommen. Es soll, so sagen es Informanten der Szene, auch übergelaufene Bandidos zeigen. Wir treffen einen, der das Milieu seit Jahren beobachtet, selbst als Hells Angel bei einem Mord dabei war und später als Kronzeuge auspackt. Er lebt nach seiner Haftentlassung an einem unbekannten Ort. Sein Name Kasra Zargaran. Das ist eine Machtdemonstration nach außen, eine ganz klare Botschaft. Wir sind hier, wir sind die Mannschaft auf dem Foto. Deswegen zeigt sich auch jeder Protagonist oder Beteiligte an diesem Übertritt jetzt ganz klar in dem Kontext. Auch mit offenem Visier, also mit freiem Gesicht, ungepixelt, um zu sagen, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen, der übergelaufen ist. Über die Zahl der übergetretenen Bandidos kursieren unterschiedliche Angaben in der Biker-Szene. Natürlich habe ich auch hier und da meine Kontakte nach wie vor. Und die Infos, die aktuell mir so vorliegen, sind ganz klar. Es gab einen großen Übertritt. Man sprach ja jetzt in den letzten Tagen ja auch von 300. Es sind auf jeden Fall keine 300, es sind aktuell plus minus 100. Gleichzeitig sollen die Bandidos-Bosse Peter Maciolek und Leshause den Club verlassen haben. Beide bezeichneten sich in einem Buch als ziemlich böse Freunde. Vor ein paar Jahren erklärten sie noch im Spiegel-TV-Interview ihre Sicht auf Club, Ideale und Gangster. Es gibt bestimmt Einzelpersonen, die kriminell sind und die auch Klamotten machen in der Art. Aber das wird ja von der Presse, wird dann alles in einen Topf geschmissen und alle sind kriminell. Und die kriminell sind, die müssen dafür gerade stehen. Da können wir nichts machen als Bandit. Wenn man 600, 500 Leute in Deutschland ist, man kann nicht jeden unter Kontrolle haben. Man kann nicht auf jeden aufpassen, was er macht. Wenn einer ein kriminelles Geschäft macht, dann kann ich auch nicht über alles wissen. Das ist einfach so. Das ist in der Politik überall gibt es schwarze Schafe. Wir versuchen, das auszusortieren.
Lesshause sitzt übrigens aktuell für 2 Jahre im Knast. Er soll angeblich auch zu den Hells Angels gewechselt sein. Peter Maciolek muss demnächst für 2 Jahre ins Gefängnis, wegen illegalen Waffenbesitzes. Am Telefon sagte er, ich bin ausgetreten. Das könnt ihr veröffentlichen. Das LKA Nordrhein-Westfalen will sich nicht vor der Kamera zu den Vorgängen äußern. Schriftlich heißt es, dass auch Führungspersonen gewechselt seien. Nachfrage bei einem, der jahrelang in Berlin als LKA-Beamter gegen Rocker, Clans und andere Strukturen der organisierten Kriminalität ermittelte. Die Hells Angels stärken sich gegenüber anderen kriminellen Gruppen, die in Nordrhein-Westfalen besonders aktiv sind. Das sind einmal kriminelle türkisch-arabische Clans, die in Nordrhein-Westfalen groß dabei sind. Aber in Nordrhein-Westfalen drängt auch die Mokromafia aus den Niederlanden immer weiter nach vorne. Derzeit wird Nordrhein-Westfalen von der Mokromafia heimgesucht. Anfang Juli dringt nach einem Tipp aus dem Milieu die Polizei in ein Einfamilienhaus im Kölner Eibenweg ein. Im Einsatzprotokoll heißt es dazu: Wir sind mit unserem gepanzerten Fahrzeug vorgefahren, haben in die oberen Fenster Irritationskörper geschossen und zugleich die Terrassentür gesprengt. Polizeibilder nach dem Einsatz. Im Keller des Hauses hatten mehrere Täter einen Mann und eine Frau verprügelt. Alles wird gefilmt. Das Video kursiert im Milieu. Die Ermittler nehmen 5 Männer fest. Einen Iraker, 2 Syrer und einen Deutsch-Marokkaner. Teilweise schwer bewaffnet. Die Männer hatten ihre Opfer, die dem Clan-Milieu zugerechnet werden, bei einem angeblichen Drogengeschäft in eine Falle gelockt. Hintergrund der Auseinandersetzungen ist ein Drogendeal. Es geht um ein Lager der Mokromafia und 700 Kilogramm Cannabis. Von diesen 700 Kilo sind dann schlussendlich 300 spurlos verschwunden, 300 Kilogramm. Und wir gehen jetzt davon aus, dass Beteiligte dieser Gruppierung jetzt nach dem Schuldigen suchen, nach dem Verbleib dieser Ware. Wir reden über einen Schätzwert von 1,5 Millionen Euro. Und wir haben parallel dazu noch andere Dinge, die uns umtreiben, nämlich Schussabgaben in Köln und auch in Hürth, die eher dem Rocker-Milieu zuzuordnen sind. Aber das alles trifft uns jetzt parallel. Die Auseinandersetzungen fordern die Ermittlungsbehörden. Offenbar bereiten sich auch Hells Angels und Bandidos auf die neue Zeit vor. Eine Zeit, in der sogar Sprengsätze wie hier in Köln explodieren. Im Roten Kreis der bis heute nicht gefasste Bombenleger. Ein zufällig anwesender Hausmeister, der die Mülltonnen rausstellen will, wird verletzt. Also wir sind ja leid geprüft in Köln, auch im Bereich der organisierten Kriminalität. Aber diese Art der Kriminalität, Forderungen durchzusetzen mit Gewalt, mit Folterungen, mit Explosionen vor Haustüren, ist ja sicherlich auch hier für uns ein absolutes Novum. Seit Jahren werden die Niederlande von Auseinandersetzungen im Milieu heimgesucht. Multiethnische Strukturen der organisierten Kriminalität kämpfen um die Vorherrschaft im Handel mit Betäubungsmitteln. Als Ermittler diese Lagerhalle einer holländischen Bande stürmen, entdecken sie 7 Schiffscontainer. Sie illustrieren, wie brutal der Kampf um Absatzmärkte wird. Ein Container ist umgebaut zur Folterkammer. Mit Zahnarztstuhl und Instrumenten wie Gartenscheren, einer Säge, Skalpellen und Zangen. 6 weitere Schiffscontainer sollten als Gefängniszellen genutzt werden. Es gibt halt einen dritten Mitspieler, das ist die Mokromafia, mit öffentlichkeitswirksamen Anschlägen, mit Foltervideos. Das macht es natürlich noch schwieriger für andere OK-Strukturen. Die Mokromafia ist stark aufgestellt. Dementsprechend müssen sie natürlich aufpassen, dass sie ihr Territorium verteidigen können und schließen sich lieber zusammen und halten gegen eventuell stärkeren, potenziell stärkeren Feind, als da jetzt gesplittert einzeln gegeneinander zu kämpfen. Dazu kommt, von der alten Macht der Bandidos in NRW ist kaum was geblieben. Am Rand von Gelsenkirchen das verlassene Clubhaus der Gang. Seit 3 Jahren von der Polizei versiegelt. Einst agierten von hier aus die Bandidos Central. Der Club war Keim- und Kernzelle der Bandidos Deutschland.
Nachdem 2009 das Mitglied Ashley Elton von einem Hells Angel erschossen worden war, bauten seine Brüder in Crime einen Schrein für seine Harley. Spiegel TV interviewte damals Peter Maciolek zusammen mit Les Hause, Ikonen der Szene. Ja, ich bin 27 Jahre jetzt dabei. Und wir sind so aufgewachsen in Banden früher. Früher hatten die Familien alle 5 bis 10 Kinder. Und dann ist man so reingewachsen. Und dann, die meisten kenne ich auch schon 20, 25 Jahre. Ne? Und dann ist das so gemacht. Dann ist man so reingekommen in die Geschichte. Dann hat man sich ein Motorrad gekauft. Früher hat man ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Dann kam man da war man drin und kam man nicht mehr raus. Vor 3 Jahren ist der Club verboten worden. Viele machten heimlich weiter. Um zu verstehen, warum der aktuelle Übertritt von rund 100 Mitgliedern der Bandidos so überraschend ist, lohnt ein Blick in die Vergangenheit mit einem veritablen Rockerkrieg zwischen Bandidos und Hells Angels, mit Toten auf beiden Seiten. Im Mai 2007 wird der Hells Angel Robert König in seiner Motorradwerkstatt von Bandidos erschossen. Der Prozess Monate später findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein massives Polizeiaufgebot soll die beiden verfeindeten Gangs in Schach halten. Könntest du uns mal vielleicht grundsätzlich erklären, warum sich Bandidos und Hells Angels nicht mögen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hells Angels in Deutschland zuerst waren und nicht unbedingt Bandidos in Deutschland haben wollen. Die Täter werden zu lebenslanger Haft verurteilt. 2 Jahre später. Im Juni 2009 verfolgen Bandidos auf einer Landstraße bei Berlin eine Truppe Hells Angels. Bilder aus der Ermittlungsakte. Die Hells Angels haben keine Chance. Einem wird fast ein Bein abgetrennt. Ein anderer hat ein Messer im Rücken. Vor allem in Berlin eskaliert die Gewalt. Im August 2009 stirbt kurz vor Mitternacht Michael Bartelt. Er wollte von den Hells Angels zu den Bandidos wechseln. Damals noch ein absolutes No-Go. Der Mord an Bartelt, hier mit blauem Hemd inmitten seiner Hells Angels-Freunde, ist bis heute ungesühnt. Auch im Ruhrgebiet gibt es damals schwere Auseinandersetzungen im Milieu. So wie im Oktober 2009. Tatort Duisburg. In der Charlottenstraße steht ein gelb-rot gestrichenes Haus, das damalige Clubheim. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite treffen in der Nacht ein Bandido und ein Hells Angel aufeinander. Der 32-jährige Ashley Elton von den Bandidos erspäht den verhassten Timur Akbulut. Auf diesen Bildern ist zu sehen, wie Ashley auf den Kontrahenten zugeht. Dann fallen Schüsse und Ashley stirbt. Vor der Spiegel-TV-Kamera äußert sich damals Les Hause zu dem Tod seines Freundes. Ich konnte einfach nicht glauben. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich bin sofort runter. Ich konnte einfach nicht glauben. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Dann haben wir nur gehört, dass er im Krankenhaus ist. Und dann haben wir noch gewartet. Und dann kam der Anruf, dass er tot ist. Da haben wir eine totale Leere gehabt. Die Beerdigung wird zum Hochamt für die Bandidos-Seele. Der Tag stiftet Identität und stärkt den Zusammenhalt. Auf dem Sarg von Ashley Elton liegt die Clubfahne, wie bei einem gefallenen Soldaten. Peter Maciolek, hier mit schwarzer Kapuze, läuft an der Spitze der Outlaw-Prozession. Hinter ihm sein bester Freund Les Hause. 15 Jahre nach diesen Bildern verlassen sie die Bandidos im Zorn. Gerüchteweise ist Les Hause zu den Hells Angels gewechselt. Der Schütze Akbulut ist damals ein ständiger Provokateur. Hier posiert er in Duisburg vor dem Vereinsheim seiner Gegner. Das Foto landet später im Internet. Spiegel TV darf Akbulut, der mittlerweile im Ausland lebt, damals im Knast interviewen. Es ist vielleicht schade, dass eine Mutter ihren Sohn verloren hat, aber lieber soll seine Mutter weinen als meine, verstehen Sie? Ich hab halt das Recht, mich zu verteidigen, egal was die Justiz oder die Polizei sagt. Die Fehde zwischen den Gangs ist eine Geschichte von ständigem Verrat und geheuchelter Treue. Bei der Beerdigung von Ashley Elton taucht auch der Berliner Kadir Pardia auf, damals der brutalste Bandido im ganzen Land. Es gibt Bilder von einer Tankstelle in Gelsenkirchen.
Darauf ist zu sehen, wie er seinem Boss Peter Maciolek eine Hells Angels-Kutte in einer Tüte überreicht. Brutal geraubt in der Hauptstadt. Kurze Zeit später wechselt Kadir Padia zu den Hells Angels. Die Höllenengel sollen ihn mit viel Geld auf ihre Seite geholt haben. Die Biker-Gang verletzt sogar ihre Rules, ihre Regeln, um den Feind aufzunehmen. So groß ist die Angst vor ihm. Ich meine, ich konnte ihn gut leiden, aber er soll glücklich werden und fertig. Aber ich glaube, er wird da nicht glücklich. Aber das ist eine andere Sache. Es ist nicht der letzte Verrat. In Krefeld wechseln Dutzende Hüte, so der Szenename der Bandidos, zu den Hells Angels. Das dortige Oberhaupt Christian Müller, Spitzname Müll, kostet seinen Triumph bei einer Pressekonferenz aus. Mit viel Nikotin und noch mehr Pathos. Bei uns finden sie genau das, was sie suchen. Bruderschaft, Treue, einer für alle, alle für einen. Das ist eben eine Familie bei uns. Die Überläufer hatten sicherlich noch andere Motive. Die Hells Angels sind mächtiger und besser strukturiert. Das Real Madrid der Unterwelt. Man hat immer das Gefühl gehabt, auch in Deutschland, dass der Hells Angels MC letztendlich derjenige ist, der durch diese festen Regeln, durch die weltweite Vernetzung, durch die damals schon Globalisierung die Möglichkeit hat, weltweit zu agieren, das auch getan hat und damit eigentlich einen Nimbus bekommen hat, der ihn bis heute irgendwo umgibt. Wahrscheinlich sind Rocker-Gangs wie die Bandidos nicht mehr zeitgemäß. Zu klein und zu schwach, um im kriminellen Milieu zu bestehen. Dazu der Druck des Staates, der nicht locker lässt, sich aber auch auf die nächsten Player wie Clans und Mokromafia einstellen muss.